da sind wir wieder. Und heute zeigen wir euch mal, wie ihr so kleine Säckchen gießen könnt, um damit ein Adventsgesteck oder sowas zu dekorieren. Oder ihr könnt die auch einzeln nur so hinstellen. Sieht auch toll aus in der Weihnachtszeit, wenn ihr so eine kleinen Säckchen irgendwo stehen habt als Kerzenhalter. Wir zeigen euch einfach mal, wie es geht mit den großen. Das hatten wir euch ja auch schon gezeigt. Viel Spaß beim Schauen. Dauert nicht lange. Um euch jetzt so kleine Säckchen als Teelichthalter für Weihnachten zu machen, braucht ihr so kleinere Beutel. Gibt es eigentlich überall zu kaufen, könnt ihr im Internet bestellen oder in normalen Geschäften gibt es die kleineren Beutel sicher auch. Ich habe jetzt davon 4 Stück gerade mal liegen gehabt. Die füllt ihr einfach mit Beton. Ich habe jetzt hier wieder 2 Teile Sand, 1 Teil Zement, eben Beton. Und damit wird das Säckchen so weit gefüllt, wie ihr den Teelichthalter groß haben wollt, praktisch also den Sack, der später entstehen soll, wie groß der sein soll. Ihr müsst die auch nicht alle gleich groß machen. Weihnachtsmannsäcke sind bestimmt auch nicht alle gleich groß. Also könnt ihr ruhig unterschiedliche Größen von diesen Säckchen herstellen. Dann ruhig ein bisschen rütteln und schütteln und stampfen, damit die Luftbläschen so gut wie es geht rausgehen. Dann braucht ihr eine Kordel, um einen kleinen also eine kleine Abteilung dazu machen und ihr braucht für das Teelicht später einen Platzhalter, eine Teelichttülle. Diese Teelichttülle könnt ihr dann mit ein bisschen Steinchen füllen und beschweren eben und dann wird das so in die Mitte hier reingesetzt und da kann, das Ding bleibt natürlich drin später und da kann dann das Teelicht später platziert werden. Dann macht ihr euch mit der Kordel so einen kleinen, also eine Abteilung hier wie so ein Weihnachtsmannsack halt hat. Die sind ja immer alle irgendwie zugebunden. Das täuschen wir jetzt hier auch vor. Und dann muss das nur stehen lassen und trocknen lassen, aushärten lassen. Einen Tag, 2 Tage, lasst das ruhig stehen so. Wir haben unsere kleinen Säckchen dann jetzt so einen Tag erstmal aushärten lassen. Und dann kann man das Band abmachen und die Tüten aufschneiden. Und die Säckchen aus ihrem, ja, wie soll man, aus ihrem Mantel befreien. Aus dem Gefängnis. Aus dem Gefängnis befreien. Alles freilassen. Ihr könnt euch dann bei diesen Säckchen auch natürlich entscheiden, ob ihr die noch anmalen wollt oder nicht. Aber ich finde die eben in Weiß toll. Bei mir passen die auch super zu so einem Adventsgesteck, wenn ich jetzt grün dekoriere, Tannen und sowas sind ja nun mal grün und dann weiße Säckchen dazu. Ihr könnt jetzt dann variieren bei den Kordeln, ihr könnt eine goldene Kordel nehmen, blau, rot, grün, wie ihr möchtet. Ich habe jetzt hier so eine pinke, die kommt jetzt hier mit dran, die ich ja vorher auch schon hatte. Und dann ist das Säckchen für mich eigentlich fertig. Ihr könnt natürlich auch noch Glitzersteinchen rankleben, ihr könnt noch Glitter ranmachen, ihr könnt Putschen, mit Serviettentechnik arbeiten oder was ihr wollt, das liegt ja jedem frei. Ich zeige euch hier, wie man die Säckchen machen kann und wie ihr die weiter gestalten könnt oder wollt, liegt dann ganz bei euch. Mit diesen Teelichttüllen, so heißen die Teile, die ich jetzt hier mit eingegossen habe, habt ihr natürlich immer ein passendes, freies Plätzchen für euer Teelicht. Dafür sind die Dinger gedacht. Gut, ob die mal für Betongießen gedacht waren, weiß ich jetzt nicht genau, weil ich glaube nicht, dass der Hersteller an Betongießen gedacht hat. Aber da ist auch mal ein schlauer Kopf drauf gekommen, diese Teile eben zu verwenden. Die funktionieren. Was will man mehr? Also super geeignet zum Betongießen. Nehmt diese Teelichttüllen von eBay. So kann dann jetzt euer Adventsgesteck aussehen. Ihr könnt es ja noch auf einem schönen Holztablett drapieren, anrichten. Anrichten ist ja nicht zum Essen, aber hinstellen. Und dann habt ihr auch ein tolles Adventsgesteck aus kleinen Betonsäckchen gezaubert. Große hatten wir euch ja auch schon mal gezeigt, wie man große macht. Und genauso funktionieren die kleinen eben auch für Kerzen oder was weiß ich. Ihr könnt auch richtige Kerzen da reinstellen. Es gibt auch diese, heißen dann halt nicht Teelichttüllen, sondern Kerzentüllen. Und dann könnt ihr solche Kerzen eben auch in die Säckchen reinstellen mit fertigen, einbetonierten Tüllen dafür. Wir hoffen, ihr konnten euch ein bisschen Anregung geben wieder für eine neue Sache. Versucht's einfach mal. Viel Spaß damit. Wir sehen uns.